Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Nach sehr, sehr langer Zeit melde ich mich auch mal in Videoform zurück. Wer mir auf Instagram folgt, hat zumindest ein paar Lebenszeichen von mir bekommen. Ich bin also nicht gänzlich abgetaucht. Und falls ihr Instagram habt, könnt ihr da natürlich auch gerne auf meinem Profil vorbeischauen. Dann bekommt ihr zumindest ein bisschen mit, was bei mir gerade so passiert. Ich muss allerdings auch direkt vorwarnen, ich poste auf Instagram sehr unregelmäßig. Also gerade Beiträge kommen so gut wie nie. Das sind also diese etwas aufwendigeren Bilder, die sich da auf dem Profil tummeln. Ich nutze eher die Story-Funktion, also diese kleinen Schnipsel aus dem Alltag, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Und auch da müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr da sehr viel Quatsch zu sehen bekommt auf Instagram. Also nicht nur hochwertigen Buch-Content, sondern auch ganz viel Memes und Dinge, die ich witzig finde. Also ihr werdet mich da ein bisschen persönlicher kennenlernen und womöglich ändert das euer Bild von mir ein wenig. Aber wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Dann würdet ihr zumindest mitbekommen, dass es mir gut geht, dass das also keine Pause ist, weil ich irgendwie in einer Krise stecke oder gerade bis oben hin voll bin mit Arbeit, sondern dass ich einfach gerade meine Freizeit ein bisschen anders verbringe, aber es mir grundsätzlich gut geht und das soll auch der Tenor dieses Videos sein. Ich habe mir vorgenommen, jetzt langsam wieder in den Videodreh hineinzukommen, so ein bisschen die Routine wieder aufleben zu lassen. Ich habe euch hier auch vor ein paar Tagen einen Beitrag gepostet, in dem ich noch mal ein bisschen darauf eingegangen bin und da habe ich euch auch darum gebeten, mir Fragen zu stellen, denn eine Sache war völlig klar, ich werde es nicht schaffen, direkt mit einem aufwendigen Lesemonat zurückzukehren. Diese Videos sind sowohl in der Vorbereitung als auch während des Drehs, als auch in der Nachbereitung sehr viel Arbeit und die Hürde wäre einfach zu hoch, wenn ich mit einem solchen Video zurückkehre. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, jetzt erstmal eine ganz einfache, lockere Fragerunde hier auf meinem Kanal zu machen und dann natürlich auch anhand der Fragen oder zwischen den Fragen auch immer mal so ein bisschen zu erzählen, was bei mir in letzter Zeit so los war. Ich beginne deswegen auch mit der Frage, die zuletzt reingekommen ist, also gar nicht mit der ersten, sondern mit der letzten, ganz einfach, weil sie mir die Möglichkeit gibt, nochmal so einen Bogen zu spannen über das, was in den letzten Wochen so bei mir los war. Ich blende euch die Fragen hier ein, also das ist ein Kommentar mit sehr vielen Fragen und die ersten handeln von Baldur's Gate 3 und das ist ja auch mitunter das Thema, was mich in den letzten Wochen und Monaten am allermeisten beschäftigt hat und auch der Hauptgrund dafür ist, dass ihr mich so wenig hier auf YouTube seht und ich auch generell weniger lese. Ich spiele einfach im Moment sehr viel und eigentlich ausschließlich Baldur's Gate 3, wenn man ehrlich ist. Das Spiel hat mich dieses Jahr ganz schön aus den Socken gehauen. Das habe ich euch ja auch schon mal in einem der letzten Videos mitgeteilt, dass ich aktuell jegliche Freizeit da hinein investiere und daran hat sich auch nichts geändert. Ich befinde mich gerade im zweiten Durchgang. Ich habe ja im ersten Spieldurchlauf 169 Stunden in dem Spiel verbracht. Jetzt befinde ich mich, wie gesagt, im zweiten Durchgang und bin jetzt aktuell bei knapp 300 Stunden. Bin wieder im letzten Akt des Spiels, der aber auch wirklich groß ist, werde da also auch noch viele, viele Stunden drin verbringen. Die erste Frage dreht sich um den Spielmodus und im ersten Durchgang habe ich auf ausgeglichen gespielt. Also es gibt oder gab damals den Story-Modus, wo die Kämpfe eher leicht sind, weil man sich auf die Story konzentriert. Dann gab es ausgeglichen und Taktika. Wie gesagt, der erste Durchgang, den habe ich auf dem Schwierigkeitsgrad ausgeglichen gespielt. Und jetzt im zweiten Durchgang spiele ich im Modus Taktika, also nochmal eine Stufe schwerer. Und habe mich bei meiner Spielfigur für das böse Verlangen oder Dark Urge entschieden. Da bringt die eigene Spielfigur noch eine Hintergrundgeschichte mit, die dazu führt, dass man sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen im Spiel treffen kann und manchmal auch treffen muss. Also wie der Name schon sagt, hat die eigene Spielfigur eine Art böses Verlangen, das in verschiedenen Szenen innerhalb des Spiels immer mal wieder die Oberhand gewinnen möchte. Es gibt Möglichkeiten, sie zu unterdrücken. Man kann sich dem aber auch komplett hingeben und das ist wirklich eine wunderbare Art, auch mal einen bösen oder einen zumindest sehr, sehr ambivalenten Spieldurchlauf zu machen und daran habe ich gerade große Freude. Und ich mag auch den etwas härteren Schwierigkeitsgrad, also Taktika gefällt mir auch sehr gut, wobei das für mich immer noch nicht schwierig genug ist. Also ich mag durchaus sehr gerne diese sehr strategischen und taktischen Kämpfe, die ja auch rundenbasiert ablaufen, wo es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ans Ziel zu kommen oder zu scheitern. Und ich habe wirklich großen Spaß an diesen Kämpfen. Und von ein paar Bosskämpfen einmal abgesehen, ist für mich der Taktika-Modus immer noch zu leicht. Ich würde aber keinen weiteren Durchlauf im Spiel mehr machen, der einfacher ist als Taktika. Es kam jetzt mit dem Patch Nummer 5 noch zwei Spielmodi dazu, nämlich einmal der Honor-Mode. Das ist einer, bei dem man nicht sterben darf. Also sobald man im Kampf stirbt oder neu lädt, wird man zurückgestuft auf den Taktiker oder muss das Spiel beenden und einen neuen Durchlauf versuchen. Und neben diesem Honor-Modus gibt es jetzt seit Patch 5 auch noch einen
konfigurierbaren Modus, wo man das Regelwerk von Dungeons & Dragons für seinen Spieldurchlauf nochmal manuell anpassen und eben personalisieren kann. Auch das klingt für mich super spannend und damit gibt es natürlich direkt eine gute Möglichkeit, auch noch einen dritten Durchgang nachzuschießen. Aber ich denke, ich werde jetzt nach dem zweiten Durchgang erstmal eine kleine Pause einlegen. Entweder lese ich dann wieder mehr oder ich spiele ein anderes Spiel, aber ich warte dann einfach nochmal ein bisschen mehr Inhalt ab, bevor ich eine dritte Runde starte, zumal ich natürlich jetzt durch diese vielen Stunden, die ich in sehr, sehr kurzer Zeit in diesem Spiel verbracht habe, ist mir natürlich alles auch unheimlich präsent. Viele Dialoge sind für mich nichts Neues mehr und ich würde gerne mit ein bisschen Abstand nochmal dieses Erlebnis wagen wollen. Ich muss mal schauen, was für eine Art von Spielfigur ich mir dann aussuche. Aber in der Frage war noch so ein bisschen inkludiert, warum ich diesen Modus spiele. Und ich denke, das habe ich schon ein bisschen beantwortet. Also ich mag diese strategischen und taktischen Kämpfe in diesem Spiel unheimlich gerne. Ich mag auch das rundenbasierte Kämpfen und die vielen Möglichkeiten, die man da hat, strategisch vorzugehen. Und aus dem Grund mag ich das auch, wenn die Kämpfe eine Herausforderung sind. Die nächste Frage dreht sich eher um die Begleiter. Also man hat in dem Spiel mehrere Figuren, die man im Laufe seines Abenteuers kennenlernt und in seinem Camp einladen kann und mit denen man dann auch die Quests, die ganze Story im Endeffekt gemeinsam erlebt, mit denen man auch viel sprechen kann, die man immer näher kennenlernt, wenn man das denn möchte. Und da gibt es einige Hauptcharaktere, die einen mehr oder weniger von Beginn an begleiten und es gibt so ein paar Nebencharaktere. Da ist die Beziehungsmöglichkeit dann auch nicht so besonders tief und ich denke, das ist jetzt hier eher auf die Hauptcharaktere oder Begleiter bezogen und ja, sie hat schon gesagt, außer Asterion, also Asterion ist bei mir auf jeden Fall Nummer 1, denn die Figur ist für mich von allen am interessantesten. Ich glaube, ich kann mich auch mit seiner Geschichte am ehesten identifizieren und finde die vor allem sehr, sehr gut eingefangen in der Ambivalenz, in der er sich darstellt. Also er hat eine sehr, sehr starke Fassade, er hat aber auch viel, was dahinter steckt und es hat sehr, sehr viele verschiedene Ebenen und ich glaube, wenn man ihn nicht wirklich kennenlernt, dann wird man ihn definitiv falsch beurteilen und das ist ja bei vielen Menschen auch im realen Leben so, dass sie diese Fassade einfach so gut spielen, dass man fast nicht glaubt, dass da etwas dahinter ist und das so langsam ja, aufzudröseln hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht und das, was ich dahinter gefunden habe, hat mich wirklich tief berührt und deswegen ist er definitiv meine Nummer 1. Interessanterweise habe ich jetzt auch beim zweiten Durchgang mich wieder dazu entschieden, die romantische Route mit ihm einzuschlagen, obwohl ich ja eigentlich dann nur wiederhole, was ich schon kenne und ich könnte genauso gut etwas Neues entdecken mit einem anderen Begleiter, aber ich spiele eben im zweiten Durchgang jetzt Dark Urge und da passen einfach die beiden Figuren, also die Spielfigur von einem selbst mit dem düsteren Hintergrund und Asterion mit seiner Geschichte unheimlich gut zusammen. Die beiden haben eine ganz besondere Dynamik in dieser Konstellation. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich in meinem ersten Durchgang eher mich auf einen anderen Begleiter konzentriert, aber das wusste ich natürlich nicht, da hat mich Asterion einfach so verzaubert und jetzt ja, im zweiten Durchgang muss ich einfach sagen, dass es in dieser Kombination von Dark Urge und Asterion einfach großartige und wunderschöne Momente gibt, die ich auf jeden Fall nicht missen wollen würde. Deswegen passt das wunderbar. Ich verpasse dadurch natürlich jetzt andere Optionen, aber natürlich werde ich dann in den nächsten Durchgängen mich mal auf jemand anders konzentrieren und bei Asterion versuchen, die freundschaftliche Ebene zu fahren. So oder so wird er aber immer in meiner Party sein, also immer eine Figur, die meine Spielfigur ständig begleitet, einfach weil Asterion auch zu allem irgendwas zu sagen hat. Und das liegt einfach in der Natur der Sache. Neil Newborn als der Voice Actor von Asterion hat die größte Rolle in diesem Spiel, hat die meisten Voice Lines, hat demnach mehr oder weniger immer einen Kommentar parat und dagegen wirken die anderen Begleiter einfach ein bisschen schweigsamer, etwas weniger tief und aus dem Grund würde ich Asterion auf jeden Fall immer dabei haben. The meat tastes of rot and sour milk. Your stomach lurches, but your loins tingle. Was that arousal? Rotten meat. That's what gets you going. Well, to each their own. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Whey! Good puns. Because clowns aren't enough of a horror already. Wenn ich aber ein Ranking machen sollte über alle möglichen Begleiter von den Hauptcharakteren her, dann würde natürlich Asterion auf der 1 stehen. Auf dem zweiten Platz käme für mich Gale. Gar nicht mal, weil ich ihn so uneingeschränkt großartig finde, aber weil er für mich eben auch ein sehr ambivalenter Charakter ist, unheimlich selbstbezogen. Auch nicht nur freundlich, sondern da liegt auch ein
großes Machtstreben hinter. Außerdem ist er ein bisschen eigentümlich in Bezug auf sein Privatleben, würde ich sagen. Und da bin ich noch unheimlich neugierig, was da alles noch so hintersteckt. Deswegen ist er für mich zumindest eine sehr interessante Figur, auf die ich mich wahrscheinlich in einem späteren Durchlauf auch nochmal stärker konzentrieren würde. Platz 3 wäre für mich dann Laezel. Eine Figur, mit der, glaube ich, viele große Probleme haben. Und zumindest habe ich das schon häufig gehört, dass sie die überhaupt nicht mögen und da ja, gar nicht mit klarkommen, die auch nie mitnehmen und so. Und ich finde die großartig. Also sie ist natürlich alles andere als freundlich. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich finde, sie ist als Figur so schlüssig und hat eben trotz ihrer Härte auch sehr viele gute Qualitäten. Aber ich mag eben diese ambivalenten Charaktere per se immer lieber als die durch und durch freundlichen. Ich selber habe auch in früheren Rollenspielen, die auf Dungeons & Dragons, auf dem Regelwerk basieren, eher immer so eine chaotische Spielfigur gespielt, die sich mal so und mal so entschieden hat, immer sehr stark aus dem Bauch heraus, auch oft aus so einem egoistischen Motiv heraus. Also ich war nie die Retterin der Welt und mag das eben auch bei anderen Figuren nicht. Deswegen käme Laezel für mich auf Platz 3. Platz 4 ist dann Karlach, würde ich sagen. Eher eine sehr gutmütige und herzliche Person, aber gleichzeitig auch unheimlich unterhaltsam und sympathisch dabei. Bei ihr ergibt dieses Liebe einfach auch Sinn. Sie hat auch viel Mist durchgemacht, aber hat eben eine ganz besondere Art, damit umzugehen. Ich mag ihre raue Sprache, das Vulgäre, das sehr Direkte. Also das ist auch eine Spielfigur, die ich unheimlich mag, obwohl sie eben eher auf der sehr freundlichen Seite steht. Dann käme für mich Shadowheart. Eine sehr verschlossene Figur, die sich erst sehr spät öffnet und man lange braucht, um so ein bisschen dahinter zu kommen, warum sie eigentlich so zurückhaltend und geheimnisvoll ist. Allerdings werde ich trotzdem nicht so richtig mit ihr warm. Also ich kenne schon viel von ihrem Hintergrund, auch wenn ich mit ihr keine romantische Route eingeschlagen habe und da sicherlich noch sehr, sehr viel mehr drinsteckt und ich das auch sicherlich irgendwann alles entdecken werde. Aber für mich wirkt sie so als Figur nicht ganz schlüssig. Also ich kenne zwar ihren Hintergrund und daraus lässt sich auch erklären, wie sie reagiert, aber es fühlt sich für mich nicht so richtig authentisch an, wenn ich mit ihr interagiere. Und aus dem Grund landet sie auf dem Platz. Und danach kommt für mich nur noch Will. Der ist für mich eben so dieses typische Heldenmaterial. Einer, der die Welt retten möchte, der nur Gutes möchte, der sich dafür selber opfert. Ja, an dem einfach kein Makel zu erkennen ist, würde ich mal sagen. Außer, dass er vielleicht sogar über die Grenzen hinaus Opfer bringt, um andere zu retten. Da könnte man sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber insgesamt ist er eben doch einfach nur ein Guter. Und diese Charaktere finde ich per se immer eher etwas uninteressant und aus dem Grund käme er für mich leider auf dem letzten Platz. Ich habe aber schon viel, viel Positives darüber gehört, wenn man dieser Figur näher kommt, wenn man ein bisschen mehr über den Hintergrund erfährt und diese Romanze erlebt. Das heißt, das werde ich sicherlich auch irgendwann tun, aber ich denke eher so in der Reihenfolge, die ich euch jetzt genannt habe. Und damit habe ich jetzt schon sehr viel Zeit damit verbracht, einfach nur diese paar Baldur's Gate 3 Fragen zu beantworten. Aber ich habe eben auch gerade eine ausgewachsene Obsession in Bezug auf dieses Videospiel. Das ist für mich ein absolutes Meisterwerk, verdient alle Preise, die es aktuell auch abräumt. Es wird hoffentlich auch Spiel des Jahres bei Steam. Es hat ja gerade bei den Game Awards genau diesen Titel gewonnen. Und ich verbringe auch viel Zeit damit, Neil Newborn zu folgen, also dem Voice Actor von Astarion. Es ist für mich absolut offensichtlich, dass das die beste Performance in einem Videospiel ist, die ich jemals gesehen habe. Ich denke, das sehen auch viele andere so. Auch er hat für die Rolle mittlerweile zwei namhafte Preise abgeräumt. Für mich natürlich auch völlig zu Recht. Looking at something? I'm looking too, but not seeing very much. Another quirk of my affliction. Preening in the looking glass. Petty vanity. Of course I miss it. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned red. I want to know what the world sees when it looks at me. What you see. Oh. Go on. Very good. Now just tell me I'm beautiful and we can call it a day. Hardly. There's also gold, sex, revenge. Quite the list, really. But failing any of those, I will always settle for shallow praise. Observant. Mirrors aren't much use, but being reflected in someone else's eyes? Well, I could do worse. Das hat mich wirklich komplett umgehauen, diese Leistung von ihm. Und deswegen bin ich froh, dass er auch als Mensch unheimlich sympathisch ist. Es hätte ja auch anders ausgehen können, aber er ist tatsächlich auch eine super offene Person, die sich für Transrechte einsetzt, der eine sehr, sehr inklusive Community hat, wo genau
diese Offenheit auch wirklich gelebt wird. Es ist für mich ja auch eine schöne Sache, dass es eben auch in Baldur's Gate 3 als Spiel absolut präsent ist. Man kann dort eine non-binäre Person sein, man kann mit jedem eine romantische Beziehung eingehen, völlig egal, wie da die Konstellation aussieht. Und das fühlt sich dabei total natürlich an, weil das Geschlecht der Figuren eigentlich gar keine Rolle spielt in der Interaktion. Und das spiegelt sich in der ganzen Community wieder. Also das ist alles offen, lustig, nimmt sich nicht so ernst. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, mich damit einfach auch noch über das Spielen selbst hinweg zu beschäftigen. Ich habe mir auch von Neil Newborn zwei Prints bestellt, also Prints, die er im Stream signiert. Eins ist schon signiert, das ist hoffentlich auf dem Weg zu mir. Das wurde vor ein paar Tagen losgeschickt. Ich hoffe sehr, dass ich das jetzt vor Weihnachten noch bekomme. Und ein anderes wartet noch darauf, von ihm unterschrieben zu werden. This is Becerra, and Sarah would like, careful, I bite, and little fangs, which I've sort of done, there we go, done there. Auch hier hat er einen Großteil der Einnahmen, spendet er für gute Zwecke und nutzt diese ganze Aufmerksamkeit, die er aktuell durch das Spiel bekommt, eben, wie ich finde, auf eine positive Art. Und man merkt ihm das eben auch als Person an. Und deswegen bin ich auch Fan von ihm, was natürlich auch nochmal dazu führt, dass mir Asterion als Figur wahrscheinlich nochmal auch ein Stück weit sympathischer ist, weil da eben auch so viel von Neil Newborn drinsteckt, den ich jetzt als Person und Künstler eben auch zu schätzen gelernt habe und wo ich auch sehr froh darüber bin, dass ich ihn über das Spiel kennengelernt habe und auch sehr neugierig darauf bin, was seine nächsten Projekte so sind oder sein werden. Ja, und damit habe ich das Thema jetzt wirklich endlich mal abgehakt. Die nächste Frage aus dem Kommentar war, ob ich im nächsten Jahr wieder nach Klagenfurt fahre, und da kann ich ganz klar sagen, nein. Ich habe mit meiner Mutter aber schon besprochen, dass wir sicherlich nochmal dahin fahren werden, und zwar zu dem nächsten größeren Jubiläum, das da ansteht. Also wir waren ja zuletzt, glaube ich, bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur, wenn ich mich recht erinnere, und wir würden gerne zum 50. Jubiläum nochmal hinfahren, und das wäre dann 2026. Die nächste Frage finde ich auch sehr spannend. Hat sich in deinem Leben durch die Pandemie etwas nachhaltig verändert? Und da würde ich sagen, ja, vieles. Zum einen, ja, beruflich. Mein Beruf ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste in meinem Leben, aber nimmt ja schon doch viele Stunden meines Lebens auch ein. Wie die allermeisten bin ich vor der Pandemie 5 Tage die Woche ins Büro gefahren. Homeoffice war die absolute Ausnahme. Eigentlich hat man das immer nur genehmigt bekommen, wenn man vielleicht irgendwie so mitten am Tag einen Arzttermin hatte und es sich dann nicht so richtig gelohnt hätte, ins Büro zu fahren. Aber es war definitiv unüblich. Und das hat sich natürlich seit der Pandemie stark verändert. Jetzt ist Homeoffice die Regel und das Büro ist die Ausnahme. Ich fahre so 1 bis 2 Tage die Woche ins Büro und den Rest arbeite ich von zu Hause. Und ich muss sagen, dass das für mich wirklich absolut toll ist. Ich bin ja eine eher introvertierte Person, wobei mir das immer viele gar nicht so richtig glauben würden, weil ich doch auch sehr kommunikativ und sozial sein kann. Aber ich fühle mich doch wohler, wenn ich mich in meinen eigenen 4 Wänden befinde. Und dadurch ist das für mich eine deutlich angenehmere Arbeitsatmosphäre. Also ich bin unheimlich gern auch mit meinen Kollegen zusammen. Also gerade in meinem eigenen Team fühle ich mich unheimlich wohl. Und deswegen fahre ich auch sehr gerne 1 bis 2 Tage die Woche ins Büro, um mich mit meinen Kollegen zu unterhalten, gemeinsam Kaffee zu trinken, gemeinsam essen zu gehen und eben ja diesen persönlichen Kontakt auch zu pflegen, weil der mir sehr wichtig ist. Aber alles, was so über mein Team hinausgeht, die Abteilung geht noch, aber alles, was darüber hinausgeht, ist für mich dann doch oft mit Stress verbunden. Ganz einfach, weil das Menschen sind, die ich nicht so gut kenne, wo ich nicht so ganz einschätzen kann, was die von mir wollen und wie die zu mir stehen. Und ich bin da als introvertierte Person einfach sehr, sehr stark in meinem Kopf und denke über alles nach, was überhaupt nicht notwendig ist in diesem Moment. Und habe da große Schwierigkeiten mit und fand das immer auch anstrengend und stressig, in Meetings zu sitzen mit Menschen, die ich noch nicht kenne. Was völlig normal ist, wenn man in einem großen internationalen Unternehmen arbeitet, dass da immer mal Leute in Meetings sitzen, die man bisher noch nicht kennt. Und ich kann das aber besser von zu Hause aus. Wenn ich mich in meinem gewohnten Umfeld befinde, dann bin ich deutlich aufgeschlossener und lockerer in der Situation, als wenn ich mich dann tatsächlich mit diesen fremden Menschen in einem Meetingraum physisch aufhalte. Da bin ich dann oft sehr gehemmt, auch so ein bisschen seltsam irgendwie. Da kommt dann meine Sozialphobie so ein bisschen stärker hoch. Dann funktioniert der Smalltalk nicht so richtig. Und man spürt, glaube ich, auch, dass ich mich nicht so wohl fühle, was zu noch mehr seltsamen Dialogen und Situationen führt, die ich dann natürlich nachher auch wieder durchanalysiere und mich dann noch schlechter fühle, weil ich mich da so schlecht verkauft habe oder vielleicht peinliche Dinge gesagt oder getan habe. Und aus dem Grund ist das für mich, für meinen Arbeitsalltag, definitiv angenehmer. Und es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, wieder ein bisschen mehr zu mir selber zu finden tatsächlich. Also ich bin durchaus eine Person, die sich
schnell anpasst, auch wenn das überhaupt nicht verlangt wird, niemand das von mir möchte oder mir signalisiert, dass so wie ich bin, ich nicht in Ordnung wäre, aber ich habe halt trotzdem den Eindruck, ich müsste es trotzdem tun oder ich beobachte eben sehr stark, wie Menschen um mich herum sind und versuche mich dem anzupassen. Das war auch deutlich stärker, als ich eben tagtäglich im Büro war. Da war ich eben 5 Tage die Woche mit den Kollegen konfrontiert, mit deren Lebensrealitäten, mit deren Auffassungen und habe einfach sehr viel stärker gespürt, dass ich vielleicht in gewissen Aspekten anders denke, ticke, wie auch immer, und hatte so ein ungutes Gefühl von, ich passe nicht da rein oder ich gehöre nicht dazu und ich muss irgendwas tun, damit es zumindest den Anschein hat. Und das ist jetzt auch etwas, was weggefallen ist, dadurch, dass ich eben nicht mehr 5 Tage die Woche mit dieser Situation konfrontiert bin. Das ist alles in meinem Kopf, ich mache da auch niemandem Vorwurf draus. Das ist die Art und Weise, wie ich in menschlichen Gruppensituationen funktioniere, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber das ist auch etwas, was es mir definitiv durch das Homeoffice ein bisschen leichter gemacht hat. Und die letzte Frage aus dem Kommentar dreht sich um meine Zimmerpflanzen und wie es denen geht. Und ich würde sagen, gut, die sind zwar jetzt gerade im Wintermodus und sehen ja dementsprechend durch die Dunkelheit nicht ideal aus, aber sind alle noch am Leben und kommen, glaube ich, gut zurecht. Es ist ein bisschen dunkel, um euch die zu zeigen. Vielleicht gucke ich mal, wenn ich das nächste Mal einen Vlog drehe, dass ich da nochmal auf das Thema eingehe. Der nächste Kommentar fragt so ein bisschen nach meinem Klavierprojekt und wie es da aussieht. Ich habe sehr, sehr lange jetzt nicht mehr Klavier gespielt oder geübt. Gespielt habe ich es ja nie. Ich habe ja versucht, es zu lernen und habe dafür zu Beginn auch wirklich viel und intensiv geübt, bis es dann eben eingeschlafen ist. Und dazu oder dafür gibt es einen bestimmten Grund. Und zwar wollte ich ja eigentlich Klavier spielen lernen, weil ich Klavierstücke so wunderbar finde. Also es gibt wirklich Klavierstücke, da brauche ich nur wenige Töne zu hören und ich habe sofort eine emotionale, sehr, sehr tiefgehende Emotion oder verliere mich richtig gehend in dem Stück. Und ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass es noch schöner sein muss, genau diese Stücke, die so viel in mir auslösen, selber spielen zu können. Mir ist dann aber aufgefallen, dass man natürlich beim Üben erstmal durch diesen Prozess gehen muss, wo man die ganzen Tasten natürlich versteht, ein Rhythmusgefühl bekommen muss und da muss man eben einzelne Passagen dieser Stücke immer und immer und immer wieder spielen und wiederholen, bis sie dann irgendwann sitzen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass eben genau diese Stücke, die mir eigentlich so viel bedeuten und die bei mir so viel auslösen, an Schönheit verlieren, wenn ich sie die ganze Zeit versuche, irgendwo nachzuspielen oder eben einzelne Bereiche dieses Stückes immer und immer wieder 20, 30 Mal hintereinander wiederhole, bis es dann irgendwann sitzt. Und dann habe ich genau gar kein Gefühl, wenn ich es dann am Ende geschafft habe, diese Töne in der richtigen Reihenfolge aneinander zu bringen. Es hatte überhaupt nicht den Effekt, den ich mir davon erhofft hatte. Und es hat mir im Gegenteil sogar die Stücke ein bisschen vermiest. Denn wenn ich dann teilweise weg war vom Klavier und ich habe mir diese Klavierstücke angehört, dann habe ich nur darüber nachgedacht, welche Tasten das jetzt sein könnten, wie ich das spielen würde oder spielen müsste, damit es ungefähr so klingt. Und ich war dann komplett in meinem Kopf und gar nicht mehr in der Emotion und habe mir damit fast etwas kaputt gemacht, was ich so sehr liebe. Und das ist jetzt gerade so dieses Gefühl, was ich in Bezug auf dieses Klavier habe. Und ich denke, realistisch betrachtet werde ich nicht wieder anfangen damit. Es ist einfach ein Versuch gewesen. Es war eine Idee, dass das vielleicht etwas ist, was mir Spaß bringt. Aber es hat sich herausgestellt, dass es genau das nicht ist. Dass ich da eher jemand bin, der das gerne genießt, aber nicht in der Lage sein muss, das auch selbst produzieren zu können. Also ich hatte ja auch nie irgendwie den Wunsch, mir ein eigenes Stück zu komponieren oder sowas oder mir irgendwas auszudenken, sondern ich wollte die Stücke, die ich am meisten liebe, selber spielen können. Und da hat sich eben herausgestellt, dass das keine gute Idee war und deswegen werde ich das Klavier wahrscheinlich auch wieder verkaufen. Ich habe da ein bisschen mit mir gehadert, weil das in meinem Kopf irgendwie so eine Art Scheitern war. Sowas, ja, jetzt hast du es ja wieder nicht durchgezogen oder was war das wieder für eine Schnapsidee von dir? Aber ich muss einfach auch immer wieder die andere Seite betrachten und die ist eben, ja, hättest du es nicht ausprobiert, hättest du dich ewig gefragt, ob es nicht was für dich gewesen wäre, ob das nicht total schön gewesen wäre. Jetzt hast du es ausprobiert, hast festgestellt, das ist es nicht und dann musst du nie wieder in deinem Leben darüber nachdenken, ob das nicht eine tolle Idee gewesen wäre. Ich habe es jetzt probiert, es war nicht das, was ich mir davon erhofft habe und das ist eine wunderbare Erkenntnis. Ich kann das Klavier abgeben, jemandem geben, der damit noch sehr viel Freude haben wird und damit ist es keine Geschichte des Scheiterns, sondern einfach eine weitere Erkenntnis. Und davon brauchen wir in unserem Leben ja doch einige. Sophie vom Kanal Versthand fragt, welche Klassiker ich im nächsten Jahr lesen möchte und was ich da vielleicht noch so auf meinem Suppe findet. Ja, auf meinem Suppe liegt viel, muss man sagen. Dadurch, dass ich natürlich in letzter Zeit kaum gelesen habe, ist mein Suppe nicht unbedingt geschrumpft. Das werdet ihr auch sicherlich nochmal so in der Rekapitulation des diesjährigen Lesejahres feststellen. Ich werde euch nochmal mitnehmen, euch meinen Bookjournal zeigen, natürlich eine Statistik aufbereiten. Alles natürlich mit dem kleinen Disclaimer, dass das in diesem Jahr kein großer Erfolg war, ne? Also das zweite Halbjahr war einfach
ganz anders als erwartet. Ich habe mit der Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 nicht gerechnet in Bezug auf meine Leseziele am Anfang des Jahres. Vieles davon habe ich aufgrund dessen nicht geschafft, weil ich das zweite Halbjahr eigentlich kaum gelesen, aber ganz viel gespielt habe. Das müsstet ihr dann ein bisschen berücksichtigen, wenn ich mit diesem Video um die Ecke komme. Mir ist es sehr bewusst und wie gesagt, ich bereue das auch nicht, weil ich sehr viel Spaß mit dem Spielen hatte. Aber natürlich habe ich fast keine meiner Leseziele erreicht in diesem Jahr. Schauen wir mal auf 2024 und ich habe jetzt mal drei Klassiker rausgesucht, die ich wirklich sehr, sehr gerne im nächsten Jahr lesen möchte. Der erste ist jetzt nicht besonders überraschend, denn ich hatte ihn eigentlich auch schon für dieses Jahr geplant. Und zwar Der Zauberberg von Thomas Mann. Mir hatte jemand unter einem Video geschrieben, dass sich das sowieso viel besser im nächsten Jahr macht, weil Der Zauberberg nächstes Jahr 100 Jahre alt wird. Er ist nämlich 1924 erschienen. Und damit ergibt es natürlich ganz viel Sinn, das Buch im Jahre 2024 zu lesen. Aus dem Grund bin ich gar nicht mehr so traurig, dass ich es in diesem Jahr nicht geschafft habe und das ist definitiv auf der Liste für nächstes Jahr. Und wir können sehr gerne eine Leserunde dazu machen, wenn ihr das möchtet. Lasst mir da vielleicht mal schon so ein schnelles Feedback hier unter dem Video da, ob ihr da Interesse dran hättet. Oder ich pinne euch einen Kommentar an, wo ich das nochmal frage und ihr drückt da einen Daumen hoch. Dann kann ich das an der Anzahl da schon ganz gut erkennen, wie groß diese Leserunde wird. So machen wir das. Außerdem würde ich noch diesen sehr schmalen Klassiker gerne lesen im nächsten Jahr, nämlich A Clockwork Orange. Ist eben auch eine ganz andere Art von Klassiker. Einer, bei dem ich ein bisschen Angst vor der Lektüre habe, weil der Inhalt ja schon sehr heftig sein soll. Ich kenne die Geschichte grob, ich habe aber keine Verfilmung gesehen und auch Angst davor. Also ich hatte zahlreiche Möglichkeiten, mir auch mal die Verfilmung anzugucken, aber habe mich nie getraut und ich würde schon ganz gerne erstmal die Romanvorlage lesen, bevor ich mich an die Filme wage, aber ich habe, wie gesagt, insgesamt sehr großen Respekt vor dieser Story, weil das ja wirklich kein leichter Stoff ist, aber es ist zumindest eine schmale Geschichte und eben ein Klassiker, den ich mir ja nicht gekauft habe, um ihn einfach nur ins Regal zu stellen, sondern würde ich schon ganz gerne wissen, was wirklich dahinter steckt, denn ganz oft ist meine Fantasie deutlich schlimmer als die Realität dann am Ende und das, was ich mir hier schon vorstelle, was ich hier zu sehen oder zu lesen bekomme, ist fraglich, ob das tatsächlich in diesem Buch steckt oder nicht. Und zu guter Letzt möchte ich auch gerne Lolita im nächsten Jahr lesen. Das habe ich mir ja auch auf Englisch besorgt. Ich weiß noch nicht, ob ich mir damit zu viel zumute, ob das sprachlich für mich verständlich ist. Aber ich habe eben auch ganz oft gehört, dass die Sprache von Nabokov eben unnachahmlich ist und in keiner Übersetzung so gut getroffen wird wie im englischen Original und aus dem Grund möchte ich es damit mal versuchen. Die liebe Svenja von Secret of the Books fragt, ob wir planen, ein Haustier uns zuzulegen und da kann ich klar sagen, nein, ist aktuell keine konkrete Planung. Wir haben ja hin und wieder mal den Kater von der Mutter meines Freundes hier, wenn sie in Urlaub ist und das Tier eben irgendwo unterkommen muss. Der war ja jetzt schon ganz häufig hier, der kennt sich mittlerweile auch gut aus und fühlt sich, glaube ich, auch wohl bei uns. Und für mich sind diese 2 bis 3 Wochen immer so die Zeitspanne, in der ich mich damit noch ganz wohl fühle. Ich merke aber auch, dass ich dann froh bin, wenn der Kater wieder nach Hause kommt. Ganz einfach, weil ich schon merke, dass es den gewohnten Alltag ein bisschen stört. Also natürlich ist dieses Tier ja auch an den Alltag seiner Besitzerin gewöhnt und nicht an unseren Alltag, der davon eben dann doch nochmal abweicht. Aber ich merke eben auch, wenn ich arbeiten möchte und dann ständig so ein Tier um mich herum, dann stört es mich eben doch. Er ist jetzt auch eben ein Kater, der sehr anhänglich ist, der viel Zuneigung und Aufmerksamkeit braucht. Und der kann das nicht so gut vertragen, wenn man dann wirklich stundenlang einfach nur vor dem Rechner sitzt und arbeitet. Der möchte dann irgendwie bespaßt werden oder ist zumindest um einen herum. Und ich merke, dass mich das dann doch sehr, sehr ablenkt, weil ich eben auch gerne fokussiert bin, wenn ich mich gerade irgendwie mit einem Thema beschäftige. Also zumindest bei Hunden und Katzen oder anderen Tieren, die sich frei in der Wohnung bewegen können, habe ich so den Eindruck, dass ich damit wahrscheinlich gar nicht so gut zurechtkäme. Ich habe damit auch keinerlei Erfahrungswerte. Also ich hatte als Kind auch keinen Hund, keine Katze. Zu meiner Anfangszeit hier auf YouTube hatten wir ja auch einen Hamster. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ich bin mittlerweile so ein bisschen davon ab, dass ich denke, oh, ja, so ein Tier dann irgendwie in doch so einem kleinen Gehege dann irgendwie im Wohnzimmer stehen zu haben, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so ganz richtig an. Also wir sind ja jetzt auch gerade eher so ein bisschen fokussiert auf Wildtiere, ne, dass wir die Vögel füttern, die hier heimisch sind und daran sehr viel Freude haben, die zu beobachten. Und die sind eben frei, die können kommen und gehen, wie sie möchten. Und die sind nicht in Gefangenschaft und irgendwie fühlt sich das für mich gerade besser an. Deswegen habe ich gerade auch kein Bedürfnis danach, mir ein Haustier zuzulegen. Ja, dann kommt so eine Frage, vor der ich mich immer fürchte. Das ist so eine Frage, so ähnlich wie, was ist dein Lieblingsbuch? Nämlich die Frage, wenn ich auf eine einsame Insel müsste und ich dürfte nur ein Buch mitnehmen, welches wäre das? Also ich sage schon bei der Insel müsste, weil das wäre für mich eigentlich auch eine ziemliche Horrorvorstellung, auf eine einsame Insel zu müssen. Also das weiß ich gar nicht, wer das schön findet, aber für mich wäre das nichts.
Und dieses eine Buch, für das man sich dann entscheidet, und man hat keine Möglichkeit, jemals wieder ein anderes Buch zu lesen, und welches wäre das dann, ist für mich auch eine absolute Horrorvorstellung. Und mir fällt es da auch sehr, sehr schwer, mich zu entscheiden. Ich habe auch, würde ich sagen, nicht das Lieblingsbuch. Und aus dem Grund, was könnte ich da nehmen? Also, wenn es wirklich ein Buch sein dürfte, aber es wäre mehr oder weniger eher eine Geschichte, dann würde ich wahrscheinlich den Dunklen Turm von Stephen King mitnehmen, was insgesamt 7 Bücher wären und ja eine Geschichte, die ich schon unzählige Male gelesen habe und sehr, sehr liebe. Wenn es aber wirklich nur ein einziges Buch sein dürfte, also ich würde schon ganz gerne ein dickes Buch mitnehmen, sodass ich da auch zumindest ein paar Tage dran lese. Und ich tendiere jetzt gerade zwischen Herr der Ringe, also dann die Gesamtausgabe, und einem der Zamonien-Romane von Walter Mörs. Und ich glaube, da würde ich am ehesten die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär mitnehmen. Ich entscheide mich jetzt mal so, wenn ich da länger drüber nachdenke, dann kommt da auch nichts bei rum. Also das ist meine Antwort auf die für mich sehr, sehr schwierige Frage. Hier würde mich aber auch mal interessieren, wie das für euch wäre. Also könntet ihr euch auf ein einziges Buch festlegen und wenn ja, warum? Weil mich würde wirklich interessieren, ob alle mit so einer Frage totale Schwierigkeiten haben oder ob das einfach nur an mir liegt. In dem nächsten Kommentar stecken wieder so 2 Fragen drin. Einmal, welche Bücher ich im kommenden Jahr lesen möchte und zum anderen, wie ich da drauf gekommen bin, Videos für YouTube zu produzieren. Zu der ersten Frage kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen. Also ich mache meistens zwischen Weihnachten und Neujahr so meine Lesevorhaben. Das habe ich auch vor, in diesem Jahr zu machen. Und bis dahin ist das für mich weißes Rauschen. Da habe ich irgendwie noch so gar keine Idee. Ich habe euch ja jetzt eben die 3 Klassiker gezeigt, die ich gerne lesen möchte. Das ja, werde ich sicherlich dann auch nochmal auf diese Liste schreiben, aber alles darüber hinaus weiß ich gerade noch nicht. Das wird auch eher so ein bisschen kommen, wenn ich das aktuelle Lesejahr abschließe und daraus ergeben sich dann oft so ein bisschen die Ziele fürs nächste Jahr und daraus natürlich dann auch die Bücher, die in diese Ziele reinzahlen. Deswegen kann ich da jetzt noch gar nicht so konkret drauf antworten, aber natürlich auf den zweiten Teil, nämlich wie ich darauf gekommen bin, Videos für YouTube zu machen. Und ich würde sagen, das ist die langweiligste Geschichte überhaupt, denn das ist wahrscheinlich genau der gleiche Grund, den auch alle anderen hatten, hier auf YouTube Videos über Bücher zu produzieren. Denn letztlich wurde ich einfach dazu inspiriert, indem ich mir andere Kanäle angeschaut habe, in denen über Bücher gesprochen wurde. Und ich eben ja wieder ein bisschen mehr gelesen habe zu der Zeit, wo ich auch BookTube quasi entdeckt habe. Und dann habe ich natürlich sehr, sehr viele Kanäle geschaut und auch sehr viele unterschiedliche Lesegeschmäcker kennengelernt und was es da draußen so alles gibt. Und so nach und nach war ich dann Teil der Community, halt als Zuschauerin, habe Kommentare gepostet und habe natürlich auch viele Bücher gekauft auf die Empfehlung hin der BookTuber, die ich geschaut habe. Und irgendwann war dann so der Punkt, wo ich dachte, oh, ich habe aber auch Redebedarf und ich glaube, ich fühle mich nicht so wohl damit, das alles in die Kommentare zu packen, sondern ich glaube, das muss auch einfach mal irgendwie raus, ich muss darüber reden und ich habe in meinem persönlichen Umfeld jetzt nicht so viele Menschen, die auch so viel lesen wie ich und dann auch noch ungefähr die gleiche Richtung. Also meine Mutter liest ja sehr viel und liest auch, würde ich sagen, in einer ähnlichen Richtung, aber schon auch viel Mainstream, das, was eben gerade so auf den Spiegel-Bestsellerlisten steht. Und mit ihr könnte ich zum Beispiel jetzt nicht über Science-Fiction oder Fantasy großartig reden, aber dafür über genrefreie Gegenwartsliteratur zum Beispiel. Und ich hatte dann den Eindruck, dass BookTube irgendwie der richtige Ort ist, um meine Meinung loszuwerden und über Bücher in den Kontakt zu kommen. Und ich glaube, es ist einfacher, meine Meinung zu kommunizieren, indem ich sie eben auch in einem Video verarbeite, anstatt dass ich das, wie gesagt, in die Kommentare unter verschiedenen Kanälen dann tue. Und aus dem Grund habe ich es damit mal probiert. Mir war von vornherein klar, dass mir auch ja, das Mündliche etwas mehr liegt als das Schriftliche. Das habe ich schon häufig in meinem Leben festgestellt, dass ich wirklich gar keinen Spaß daran habe, Texte zu schreiben. Das heißt, mir war sofort klar, dass ich keinen Blog eröffne und da irgendwelche längeren Texte oder Rezensionen schreibe, weil mir das keinen Spaß bringen würde. Und habe dann entschieden, das einfach mal auszuprobieren. Und seither mache ich das. Also es ist jetzt nicht wirklich ein großes Aha-Erlebnis oder ähnliches, sondern ich würde denken, dass es sehr viel so ging wie mir, dass sie einfach sich als Teil der Community begriffen haben, als sie nur Zuschauer waren und dann einfach gedacht haben, ja, ich habe aber auch ganz viel zu sagen über die Bücher und ich will das, glaube ich, auch in diesem Format tun. Und deswegen ist auch jeder herzlich eingeladen, das jederzeit auch selber zu probieren. Ich glaube, das ist immer ein Versuch wert, einfach mal zu schauen, ob einem das Spaß macht oder nicht. Und mir macht es weiterhin Spaß. Es ist halt nur, wenn gerade etwas anderes da ist, was einem noch mehr Spaß macht, dann nimmt es automatisch die Zeit weg, die man für das andere Hobby bisher hatte. Und es hat bei mir jetzt durch das Videospielen nicht nur das Lesen darunter gelitten, sondern natürlich auch die Zeit, die ich jetzt hier zum Beispiel gerade investiere, um dieses Video zu
drehen. Das ist natürlich Zeit, die habe ich sonst vorm Computer verbracht, zumindest in den letzten Wochen. Und sich diese Zeit jetzt wieder zu nehmen und das auf die einzelnen Hobbys, die man so hat, zu verteilen, ist gar nicht so einfach, weil wenn da etwas ist, das einen gerade so sehr packt, dann ist es wirklich, wirklich schwierig, sich für etwas anderes zu entscheiden, obwohl das ebenfalls Spaß bringt, aber nicht ganz so viel wie das Spielen aktuell. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen immer noch so ein kleiner Kampf sein, wo ich mich jedes Mal erneut dafür entscheide. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch Spaß, dieses Video zu drehen, aber dieser ganze Angang, das hier vorzubereiten, die Lichter aufzustellen, alles anzuschließen, die Speicherkarte zu leeren und dann irgendwie die Kamera zu packen, zu schauen, dass das Mikrofon läuft, nachher das Ganze schneiden und so, das ist schon erstmal eine Hürde. Und diese Hürde ist deutlich höher, als einfach nur den Computer hochzufahren, Steam zu starten, Baldur's Gate 3 zu starten und abzutauchen in die Welt. Und das ist gerade so ein bisschen die Herausforderung, mit der ich zu kämpfen habe. Die nächste Frage geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung Leseziele fürs nächste Jahr, allerdings ein bisschen konkreter in Bezug auf die Dinge, die ich, glaube ich, auch mir dieses Jahr schon vorgenommen hatte. Zum Beispiel das Belesen der Nobelpreisträgerinnen oder den Subabbau. Und das sind durchaus Ziele, die ich eigentlich unverändert fürs nächste Jahr weiterführen möchte. Wie bereits erwähnt, vieles hat ja nicht so geklappt dieses Jahr, wie ich es geplant hatte. Und ich denke auch, dass ich im kommenden Jahr ein bisschen runterschrauben werde, meine Ambitionen in Bezug auf die einzelnen Leseziele, da ich mir schon vorstellen kann, dass es auch nach Baldur's Gate so sein wird, dass ich weiter auch viel Zeit mit Computerspielen verbringe und dadurch weniger Zeit zum Lesen haben werde. Das heißt, die Anzahl an Büchern, die ich mir insgesamt für das nächste Jahr vornehme, wird schon geringer sein. Und genauso wird das dann auch für die anderen etwas konkreteren Ziele der Fall sein. Nichtsdestotrotz sind die für mich immer noch wichtig und haben nichts von ihrem Reiz für mich verloren. Also gerade bei den Nobelpreisträgerinnen werde ich wahrscheinlich sogar auch die Liste oder das, was ich mir vorgenommen habe, 1:1 übernehmen und dann einfach nur schauen, dass ich vielleicht die gewünschte Menge an Literatur-Nobelpreisträgerinnen ein bisschen realistischer einschätze, wobei ich das gar nicht unrealistisch fand, was ich mir da vorgenommen habe. Ich müsste mich nur einfach deutlich stärker darauf fokussieren. Das waren ja, glaube ich, nur 4 Bücher, die ich mir vorgenommen hatte, aber ich hatte eben gar keine Bücher auf meinem Sub und dann war halt dieses Ganze, ich muss die Bücher erst noch kaufen und dann muss ich sie auch lesen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe aber jetzt schon ein paar Bücher auf dem Sub von Literatur-Nobelpreisträgerinnen, die mir noch fehlen und zumindest die würde ich dann eben gerne im nächsten Jahr lesen. Dann habe ich da auch nicht dieses, ich muss mir erstmal ein Buch aussuchen, mich für eins entscheiden, das dann kaufen und dann kann ich es erst lesen, sondern dann sind die Bücher schon hier. Ich muss sie nur aus dem Regal ziehen und lesen und ich denke, dann ist das ein bisschen realistischer. Aber wie gesagt, auf diese ganzen Leseziele gehe ich nochmal sehr viel genauer ein, wenn dann auch das neue Bookjournal fertig ist. Auch das habe ich natürlich vor, über die Feiertage dann aufzubereiten. Das Buch ist schon gekauft, aber ich habe noch nichts damit gemacht. Es kommt alles im Urlaub. Ich freue mich da auch total drauf, dann einfach Musik zu hören oder Podcasts zu hören und diese Gestaltung dann zu machen. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr wirklich den Prozess dann auch mitfilme oder ob ich euch nur das Ergebnis zeige. Ich kann gerade noch gar nicht so richtig einschätzen, wie viel ich jetzt drehen werde in den nächsten Tagen, auch über die Feiertage hinweg, also wie gut ich wieder zurückkomme in meine Routine, das ist alles noch so ein bisschen vage und ich will mich da auf keinen Fall stressen, weil sonst besteht die Gefahr, dass ich mich dann wieder sehr, sehr stark in die Videospiele flüchte und zu gar nichts mehr komme. Ihr werdet es aber erfahren, aber wie gesagt, Nobelpreisträgerinnen lesen und subreduzieren sind unveränderte Ziele, die ich auch im nächsten Jahr weiterverfolgen möchte. Ja, dann eine Frage, was mein Lieblingsbuch war als Kind, Jugendliche und Erwachsene und ob sich meine Vorliebe für bestimmte Genres mit der Zeit verändert hat. Und das ist für mich echt schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil ich oft das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern, was ich jetzt so richtig intensiv gelesen habe als Kind oder Jugendliche. Also ich habe Bücher gelesen als Kind und als Jugendliche, auch schon Kinderbücher natürlich. Und meine Mutter hat mir auch viel aus ihrem eigenen Bestand ausgeliehen. Wie gesagt, sie hat ja gerne gelesen oder mir eben Bücher geschenkt. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, dann fallen mir natürlich als allererstes wirklich Kinderbücher ein. Sowas wie Der Regenbogenfisch oder Irgendwie anders. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich mich darin echt gut wiedergefunden habe. Ich habe das auch letztens nochmal gegoogelt und habe schon überlegt, ob ich mir das Buch nochmal zulege. Weil es mir natürlich auch jetzt, wo ich erwachsen bin, auch einen Eindruck davon vermittelt, wie ich als Kind so getickt habe. Also ich wusste schon, dass ich auch damals immer schon so ein bisschen mich anders gefühlt habe. Und dieses Buch wurde ja auch sicherlich nicht ausgewählt, weil ich jetzt irgendwie so ein Kind mit ganz vielen Freunden war, sondern ich denke, da haben meine Eltern sich das Buch ja auch empfehlen lassen, wahrscheinlich von der Buchhändlerin, weil es zu mir gepasst hat und ich habe mich da auch tatsächlich gut wiederfinden können und ich denke gerade viel so über diese Zeit nach und wer ich damals war, wer ich heute bin und deswegen fällt mir das jetzt gerade wieder ein. Ich könnte euch aber nicht mehr sagen, was mein Lieblingsbuch war als Kind. Also ich glaube, den Regenbogenfisch fand ich total schön. Ich mochte das unheimlich gerne, auch eben mit diesen glänzenden Schuppen, die dann ja auch so
ganz changierend irgendwie in diesem Buch abgedruckt waren. Das war für mich auch optisch wirklich schön. Wie gesagt, dieses irgendwie anders ist mir noch im Gedächtnis. Und ich erinnere mich auch an viele Kinderbücher mit Mäusen oder mit Nagetieren im Allgemeinen, weil ich einfach auch als Kind schon Mäuse total geliebt habe und alles, was natürlich damit zu tun hatte, dann auch viel geschenkt bekommen habe. Und ich erinnere mich an ein Buch, das war eine Geschichte, wo es, ich glaube, so ab der Hälfte konnte man zwei verschiedene Enden lesen. Also da waren die Seiten dann irgendwie in der Mitte aufgeteilt und man konnte eben entweder unten blättern und die Geschichte zu diesem Ende hin verfolgen oder man hat oben weiter geblättert und hat das andere Ende gelesen. Und da ging es auch um Mäuse und ich glaube, die haben unterirdisch gelebt, wenn ich mich nicht täusche, aber ich komme nicht mehr auf den Titel. Ich weiß nicht mehr, welches Buch das war, aber es war auch ein Kinderbuch, ein Bilderbuch und ich kann mich auch nicht mehr an die Geschichte erinnern so richtig. Also das war ganz frühe Zeit. Dann weiß ich oder erinnere ich mich, dass ich so Sachen gelesen habe wie Honey und Nanny. Ich weiß, dass das, glaube ich, heutzutage sehr, sehr problematisch ist, was da so vermittelt wurde, so ein Bild von Mädchen und Jungs und wie man sich zu verhalten hat. Also ich glaube, das sind sehr, sehr problematische Bücher, die man heutzutage wohl eher nicht mehr lesen sollte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich daran so richtig viel Spaß hatte, um ehrlich zu sein. Also ich erinnere mich eben, dass die in meinem Regal standen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichten wirklich gerne gelesen habe. Kann ich euch nicht so genau sagen. Und das ist, verschwimmt für mich dann auch alles so in diesem Alter ein bisschen. Also ich weiß, dass ich dann schon so langsam angefangen habe, auch so Stephen King mal zu lesen. Also da war ich in der Realschule. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, in welchen Situationen ich dann so die ersten Bände vom Dunklen Turm gelesen habe. Und das ist ja eine Geschichte, die ja wahrscheinlich auch durch das Alter, in dem ich sie gelesen habe, dadurch, dass es für mich auch so dieses Buch war oder eines dieser Bücher oder eine dieser Reihen, die ich mir selbst ausgesucht habe, selbst entdeckt habe und etwas war, was ich noch nirgendwo zuvor gesehen hatte oder worüber ich gelesen hatte, das wird für mich immer einen ganz besonderen Stellenwert haben. Und das habe ich eben so in dem Alter entdeckt. Dann habe ich auch ja, da generell ein bisschen rumexperimentiert mit eher so düsteren Büchern, so Horrorbüchern. Also ich weiß noch, dass ich dann auch immer in der Buchhandlung immer versucht habe, so die möglichst heftigen Bücher irgendwie mir rauszusuchen. Das war dann so eine rebellische Phase, die ich da vermutlich hatte. Aber ich würde nicht sagen, dass ich da so einen richtigen Lesegeschmack hatte oder so. Ich glaube, da ging es dann auch eher darum, dass die Bücher spannend waren und die mussten dann einfach schon deutlich unterhaltsamer sein. Ich glaube, ich habe dann da auch mehr so in die Fantasy-Richtung gelesen. Gerne eben auch so ein bisschen düsterer. Das war so die Zeit meiner ersten großen Liebe dann. Ich weiß noch, ich habe dann irgendwie Die Wächter der Nacht gelesen, weil er das auch ganz toll fand. Und auch so Vampirbücher habe ich dann viel gelesen. Da werde ich euch auch in den kommenden Videos noch ein bisschen was berichten, denn ich habe es mal wieder ausprobiert mit so Sachen, die ich eben so aus meiner Jugend erinnere und die ich damals halt total klasse fand. Habe ich einfach gedacht, das ist vielleicht ganz witzig, gerade wenn ich jetzt nicht so stark im Lesemodus bin, einfach mal diese alten Erinnerungen hervorzukramen und es nochmal mit dieser Art von Büchern zu probieren. Ich werde euch auf jeden Fall ausführlich berichten, was das für ein Erlebnis war, aber da sind so Bücher dabei, wo man sich auch denkt, wow, ich war wirklich in der Pubertät, aber so richtig. Aber es ist ganz witzig, ehrlicherweise, sich das auch nochmal so vor Augen zu führen, was man damals halt gerne gelesen hat. Also es war überhaupt keine anspruchsvolle Literatur. Es gibt ja auch viele Jugendliche, die dann in so einer philosophischen Phase dann irgendwie Nietzsche lesen oder sowas. So eine war ich nicht. Also ich habe wirklich richtig eher einfache Fantasy-Literatur gelesen, würde ich mal sagen. Gerne auch, wo es ein bisschen zur Sache ging, sowohl was die Brutalität als auch die Sexualität angeht. Das hat mich damals eben besonders gereizt. Und dann, ja, bin ich ja eher so mit Ende der schulischen Ausbildung, erstes Praktikum und dann Studium in so eine Phase gerutscht, wo ich gar nicht mehr gelesen habe. Das war so die Phase, wo ich gerne belesen erscheinen wollte und ich hatte dann auch so diese ganzen großen Klassiker im Regal, hatte aber keinen davon gelesen und auch überhaupt keine Zeit und keine Lust dazu, weil ich einfach im Studium sehr viele fachliche Texte lesen musste und darüber hinaus wirklich keine Muße hatte, irgendwas zu lesen. Das ging dann erst wieder los, als sich das Studium auch so ein bisschen dem Ende zugeneigt hat. Also was habe ich in der Zeit vielleicht mal so sporadisch gelesen? Ich glaube, Der Schwarm von Frank Schätzing kam in der Zeit raus. Den habe ich dann gelesen, nachdem mein Vater erzählt hat, ich solle das mal lesen, weil sich das lohnt. Meine beste Freundin, die ich damals kennengelernt habe, war großer oder ist großer Jane Austen-Fan. Und ich glaube, ich habe mit ihr damals zum ersten Mal eine Verfilmung von Stolz und Vorurteil gesehen. Und daraufhin hat sie mir dann auch die Bücher dazu empfohlen. Und dann habe ich mir die gekauft und dann eben auch die einzelnen Romane gelesen. Aber das war halt wirklich auch dann oft das höchste der Gefühle, dass ich vielleicht so 4 Bücher im Jahr gelesen habe. Also das war wirklich nicht der Rede wert. Und dann erst, als das Studium vorbei war, ich so in den Beruf eingestiegen bin, ging das dann so langsam wieder los. Und dann habe ich eben BookTube entdeckt und hatte auch eigentlich direkt
so das Gefühl, ich habe so einen großen Sprung gemacht. Also ich bin da nicht wieder mit der Fantasy-Literatur eingestiegen, sondern dann hatte ich plötzlich Interesse, alles Mögliche mal auszuprobieren. Also dann habe ich wirklich diese philosophischen Texte gelesen, dann habe ich mich mit Klassikern beschäftigt, gehobene Gegenwartsliteratur gelesen, aber auch gleichzeitig so richtige Fantasy-Romane, die ganzen großen Namen wie Ursula Poznanski, also wirklich auch teilweise doch wieder Jugend- und Kinderbücher dazwischen geschoben. Also das war wirklich so, in meiner Anfangs-Booktube-Zeit war es gefühlt alles und nichts. Also da hatte ich noch gar keinen Lesegeschmack ausgebildet, einfach weil ich da eben vorher so eine lange Durststrecke hatte, wo ich das Lesen fast komplett aus meinem Leben verloren habe und dadurch hatte ich auch nichts, woran ich anknüpfen konnte. Aber ich fand das eigentlich ganz schön. Das war wie so ein Experimentieren mit vollen Händen in jedes Genre einmal reingreifen und dann gucken, was einem gefällt. Also ich habe auch City of Glass gelesen zum Beispiel. Also wirklich so richtige Jugend-Fantasy-Hype-Bücher zu der damaligen Zeit. Und direkt daneben dann irgendwie ein Klassiker, den ich noch nicht kannte. Also das war wirklich wild. Und ich fand, das hatte aber auch gerade so am Anfang meiner YouTube-Zeit auch so ein bisschen den Charme meines Kanals ausgemacht, dass man da gefühlt überhaupt nicht wusste, was als nächstes kommt, weil es alles sein konnte. Aber ich habe natürlich dann auch so mit der Zeit gemerkt, okay, gewisse Dinge wiederholen sich oder da ist das eine Buch mehr oder weniger wie das andere. Die Figuren sind sehr ähnlich konstruiert und das hat mich dann irgendwann gelangweilt. Das heißt, die Jugendfantasy oder Jugendbücher im Allgemeinen sind dann so nach und nach verschwunden und es hat sich dann doch immer mehr angenähert zu der etwas gehobenen Literatur, den etwas düsteren Themen, schwermütigeren Themen und ja, bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir jetzt gerade sind, wo ich jetzt wieder das Gefühl habe, ich probiere wieder ein bisschen mehr aus oder wo ich auch mal so ein paar Experimente wage. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich meinen Lesegeschmack jetzt gefunden und das sind Klassiker. Das ist Science Fiction, das ist sehr erwachsene Fantasy, aber das sind eben auch genrefreie Texte, Gegenwartsliteratur und ja, viel Englischsprachiges mittlerweile dabei. Natürlich die Comics so ein bisschen als Ausreißer, vorwiegend Batman, wie ihr wisst. Und ich fühle mich damit total wohl. Ich habe irgendwie meinen Lesegeschmack jetzt gefunden, wobei ich immer noch hin und wieder mal ja, wieder was ausprobiere, wo ich dann feststelle, eigentlich müsste ich wissen, dass es mir nicht gefällt. Und ich probiere es dann trotzdem immer wieder und bin dann etwas enttäuscht. Da muss ich noch deutlich mehr dazu lernen, aber es ist ja auch alles ein Prozess oder eine Entwicklung und ich mag das unheimlich gerne. Deswegen ja, würde ich sagen, dass sich meine Vorliebe verändert hat. Also ja, vermutlich schon, aber auch nicht so richtig. Also ich habe, wie gesagt, schon als Jugendliche gerne Science-Fiction und Fantasy gelesen, eigentlich ausschließlich. Das ist, wie ich finde, immer noch sichtbar in dem, was ich lese. Allerdings hat es sich eben ja, von der eher auf ein jugendliches Publikum fokussierten Literatur auf ein erwachsenes Publikum hin verlagert, aber so grundlegend bin ich immer noch ein großer Freund dieser Genres. Und ich würde einfach sagen, mein Lesegeschmack ist erwachsener geworden, ohne das jetzt irgendwie positiv oder negativ werten zu wollen. Und ich denke, das ist auch völlig natürlich, weil ich selber ja auch erwachsen geworden bin und mich verändert habe. Ich beneide jeden, der auch in meinem Alter noch ganz, ganz viel Freude an wirklicher Jugend-Jugendliteratur hat und sich da total reinfallen lassen kann oder das unheimlich genießt. Mir gelingt das nicht mehr. Also ich merke, dass ich da einfach keinen Zugang mehr zu habe, dass mich das ganz oft nicht erreicht oder sogar nervt. Das heißt, da habe ich einfach ein bisschen an Variation verloren, aber so ist es eben. Ich bin aber insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung und hoffe, dass das die Frage beantwortet hat. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so wenig Fragen so viel Zeit totschlagen kann, aber gut, offensichtlich ist das so. Das weiß ich dann fürs nächste Q&A. Und zwar geht es da um All-Time-Favorite-Computerspiele und die Frage, ob es eine bestimmte Welt in Büchern gibt, die ich gerne, ja, in einem Videospiel umgesetzt haben möchte. Erstmal zur ersten Frage, auch hier super, super schwierig. So viele Spiele fallen mir da ein. Also spielen tue ich ja noch sehr, sehr viel länger und sehr viel konstanter als lesen. Ich glaube, Videospiele sind ein Teil von meinem Leben, seit ich den ersten Gameboy hatte oder so. Also ich war da noch nicht mal in der Schule, da habe ich schon Videospiele gespielt. Teilweise sogar welche, die mit Text auskamen und ich konnte noch nicht mal lesen. Und ich habe einfach geraten, was ich tun muss, weil ich unbedingt spielen wollte. Und da haben sich nachher ganz neue Erkenntnisse aufgetan, als ich dann irgendwann in der Schule lesen gelernt habe und endlich verstand, was mir die Figuren da in der Spielwelt die ganze Zeit mitteilen wollen oder was da in dem Infotext steht. Habe ich endlich mal begriffen, was ich da eigentlich die ganze Zeit tue. Aber gespielt habe ich schon vorher sehr intensiv und ich habe ja auch sehr früh sehr erwachsene Spiele gespielt, also jetzt gar nicht mal in Bezug auf Brutalität oder Altersfreigabe, aber ich weiß, dass ich in einem sehr, sehr jungen Alter auch schon so Aufbaustrategiespiele gespielt habe wie Anno, also oder so Wirtschaftssimulationsspiele wie Anno, wo man dann mit Waren Ein- und Ausgang kalkulieren musste, mit Verbrauchern,
die diese Waren konsumieren in einer bestimmten Menge mit einem Bevölkerungswachstum, was dann irgendwie Einfluss auf den Verbrauch hat, plus eben Produktionsketten, die irgendwie ineinander greifen müssen und möglichst effizient aufgebaut sein müssen. Das sind also Spiele, die habe ich in einem Alter gespielt, das finde ich heute noch sehr erstaunlich, dass ich da so einen Zugang zu hatte und dass mir das so viel Spaß auch gemacht hat. Und das ist auch etwas, das ich auch übers Studium nie verloren habe. Also obwohl eben das Lesen pausiert wurde, Computerspiele habe ich oder Videospiele im Allgemeinen habe ich immer gespielt. Also wie gesagt, seit ich angefangen habe, gibt es eigentlich keine Lebensphase, in der ich nicht gespielt habe. Deswegen ist das für mich auch ein Hobby, das noch sehr, sehr viel intensiver für mich ist als das Lesen und auch immer sein wird. Diesen Stellenwert kann das Lesen gar nicht mehr erreichen. Einfach aufgrund dessen, was ich mit Videospielen schon alles so erlebt habe. Und deswegen habe ich aber natürlich auch unheimlich viele Spiele gespielt in meinem Leben. Und ich wüsste, also es würde mir wirklich sehr, sehr schwer fallen, dann eine komplette Liste an All-Time-Favorites zu machen, weil das ist aus allen möglichen Genres so, so viel, dass mir das wirklich schwer fällt. Ich müsste dann wahrscheinlich für jedes einzelne Genre irgendwie eine Kategorie bilden und dann daraus irgendwie so meine Favorites bilden, weil ich da auch wirklich sehr, sehr viel Unterschiedliches liebe. Ich würde bei dem Versuch, das jetzt zusammenzufassen, also auch wirklich gnadenlos scheitern und wahrscheinlich die Hälfte von dem vergessen, was ich eigentlich unbedingt sagen wollen würde. Ich kann mal versuchen, das irgendwie runterzuschreiben, dann fällt es mir natürlich leichter, nicht zu vergessen, nochmal was zu ergänzen im Zweifelsfall. Mal schauen, ob mir das gelingt, dann würde ich das vielleicht irgendwie unten in die Kommentarspalte irgendwo reinpacken, aber ich glaube, jetzt hier das alles aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Und dann geht es in dem zweiten Teil der Frage nochmal darum, ob es irgendwie eine Welt in Büchern gibt, die ich gerne als Computerspiel haben wollen würde. Und da fällt mir wirklich spontan so gar nichts ein, um ehrlich zu sein, weil gefühlt alles das, was ich gerne gehabt hätte, gibt es dann auch als Videospiel. Also ich denke, vor 2023 hätten jetzt alle Harry Potter geschrien, aber mit Hogwarts Legacy kam ja in diesem Jahr auch ein Spiel raus, was genau diese Welt auch in einem Videospiel erlebbar macht, wobei ich damit ehrlicherweise nicht so besonders zufrieden bin. Das wird einfach meinen Ansprüchen an Videospielen nicht gerecht, die ja leider auch sehr hoch sind, eben weil ich so viel Videospielerfahrung habe, ist das für mich einfach kein gutes Spiel im Vergleich zu dem, was ich sonst so kenne. Ich kann mir aber vorstellen, dass Menschen, die sonst eher wenig Videospiele spielen und eben diese Harry Potter Welt total lieben, dass die da wunderbar aufgehoben sind. Und ansonsten wäre mir Herr der Ringe eingefallen, aber auch dazu gibt es mehrere Videospiele und da gab es auch einige sehr gute, wie ich finde. Batman, auch da gibt es großartige Videospiele zu, die ich auch alle sehr, sehr gerne gespielt habe. Das Einzige, was mir jetzt gerade so einfällt, wären die Graphic Novels von Simon Stollenhag, also Tales from the Loop zum Beispiel oder The Electric State mit diesem retro-futuristischen Setting. Also scheint alles 80er Jahre zu sein, aber eben mit Hochtechnologie dazwischen. Dazu gab es ja auf Amazon Prime eine Serie, die diese Welt eingefangen hat und das kann ich mir aber auch sehr gut als Videospielwelt vorstellen. Frage ist nur, kriegt man die gefüllt? Und das Problem ist so ein bisschen, es ist sehr ähnlich zum Fallout-Franchise, wo es auch ein ähnliches Setting ist. Also da geht es ja auch darum, dass es irgendwie einen Atomkrieg gegeben hat. Die Menschen haben sich in Bunkern versteckt. Irgendwann kommen sie wieder an die Oberfläche. Die ist natürlich mehr oder weniger zerstört. Also hat dieses Postapokalyptische. Die überlebenden Menschen schustern sich aus dem, was sie so finden, dann irgendwie wieder Häuser und Städte zusammen. Und das ist eben auch so eine Mischung aus altem Kram und eben eher so futuristischen Dingen. Und es ist schon sehr, sehr ähnlich. Und die Fallout-Welt, die da in diesen Videospielen erstellt wurde, die ist so dicht und atmosphärisch und hat ihre eigenen Fraktionen, ihr eigenes politisches System, eigene gesellschaftliche Dinge, Mutationen, also so viel auch Lore, die dahinter steckt, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass das jemals, wenn man jetzt diese Welt von Simon Stollenhag umsetzen würde, auf dieses Level kommen könnte. Einfach weil allein schon in den Graphic Novels wird so ein bisschen deutlich, dass da oft Fleisch fehlt, um die Geschichten zu füttern. Also die Bilder sind großartig, die Welt, die da visuell gestaltet wird, ist toll, aber die muss natürlich auch erlebbar sein und die muss irgendwie sich lebendig anfühlen. Und da hatte ich schon bei den Graphic Novels das Gefühl, da fehlt es so ein bisschen an Inhalt. Und aus dem Grund kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch nur ansatzweise auf das Level käme, das Fallout bereits hat. Und dafür ist es, wie gesagt, zu ähnlich, um da etwas abzuliefern, was weniger viel mitbringt. Was natürlich auch immer so ein bisschen in den Kopf kommt, wäre Game of Thrones, also Westeros sozusagen, als Videospiel erkundbar zu machen. Und da kann ich es mir auch gut vorstellen, weil da ist eben auch sehr, sehr viel Hintergrundgeschichte vorhanden, die man damit einweben kann. Und es gibt verschiedene Bereiche in dieser riesigen Welt, die man erkunden könnte. Es ist ja auch so ein Setting, was Videospieler, glaube ich, auch gewöhnt sind. Also das wäre jetzt auch nichts, wo man irgendwie erstmal so Anpassungsschwierigkeiten hätte. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man da eben auch genug Möglichkeiten hat, um irgendwie eine Figur in diesem großen Reich zu sein, die sich da irgendwie vielleicht zwischen diesen Fronten wiederfindet oder sich auf eine Seite schlagen kann in diesem
Kampf um den Thron. Also das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, wenn sich da wirklich einer dran macht. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Aufgabe. Da wird man auch eine riesige Welt aufbauen müssen. Und natürlich müssten alle Fans ja auch irgendwo die Dinge wiedererkennen, die aus den Büchern kommen oder aus der Serie kommen. Aber das könnte ganz cool werden. Also das wär etwas, das ich auf jeden Fall auch spielen wollen würde. Aber am Ende zählt natürlich, dass es als Videospiel funktioniert. Und das ist eben oft so eine Sache. Man kann etwas nicht eins zu eins in ein anderes Medium überführen. Man muss da sehr, sehr sorgfältig sein, dass es in dem Medium eben auch klappt. Und für mich sind Videospiele ja mit das interessanteste Medium überhaupt. Und für mich auch den Büchern und Filmen, Fernsehen immer überlegen. Ganz einfach, weil ich als Spieler Teil der Geschichte bin. Ich bin nicht hilflos dem ausgeliefert, was jemand geschrieben hat. Also natürlich in gewisser Weise schon, weil alles, was ich im Spiel mache, hat natürlich auch erstmal jemand festgelegt als Option. Aber es ist einfach so viel mehr Möglichkeit da als beim Film, der einfach von vorne bis hinten durchläuft. Da gibt es keine Möglichkeit, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Und bei Büchern ist es genauso. Ich habe vielleicht maximal die Möglichkeit, die Figur zu verstehen, der ich da folge. Und eine Ich-Erzählerstimme wirkt vielleicht so, als wäre ich nah dran, aber es ist nie das Gefühl, dass ich Teil dieser Geschichte bin. Und das ist eben genau das, was Videospiele machen, und das ist für mich unerreicht in jedem anderen Medium. Die Tatsache, dass ich Einfluss nehme auf die Charaktere, die mir begegnen, auf den Verlauf der Geschichte und ich durch meine Aktionen Konsequenzen erfahre oder andere Figuren Konsequenzen erfahren, das ist genau das, was ich an storybasierten Videospielen natürlich, das ist jetzt natürlich nichts, was einem bei Mario Kart passiert, aber wenn es ein storybasiertes Spiel ist, eine offene Welt, ein Rollenspiel, in dem man in die Haut einer Figur schlüpft und mit seiner Umwelt interagieren kann, dann ist das etwas, das einzigartig ist. Und was für mich dieses Genre auch so großartig macht, alleine jetzt bei Baldur's Gate 3, wie oft ich nachts wachgelegen habe, weil ich eine Entscheidung getroffen habe in dem Spiel und es eine Konsequenz hatte für eine andere Figur oder für mich selbst oder für den Verlauf der Geschichte. Und ich hatte wirklich so richtige Gefühle von Reue, von Scham, von Trauer, dass ich da tatsächlich nachts wach lag und wirklich überlegt habe, kann ich das so durchziehen oder muss ich nachher morgen nochmal neu laden, nochmal den gesamten Teil spielen und mich anders entscheiden, weil ich mit dieser Schuld nicht leben kann. Und alleine die Möglichkeit der Dialogführung, die Art und Weise, ob man jemanden ablehnt, ob man jemandem hilft, ob man jemanden seinem Schicksal überlässt, ob man vielleicht indirekt für seinen Tod verantwortlich ist, das löst richtige Emotionen aus. Das ist nicht nur ein Beobachterposten, den man da hat, oder zumindest ich empfinde das so. Ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre das vielleicht für jeden so, aber das ist für mich genau dieser Teil, der Videospiele für mich so großartig macht und auch der Grund, weswegen ein Videospiel, das gut gemacht ist und mir genau diese Möglichkeiten und Gefühle gibt, immer dazu führen wird, dass ich andere Hobbys wie das Lesen oder Filme schauen sofort links liegen lasse, weil die können diese Art von starken Emotionen in mir nicht auslösen, weil ich dort nie Teil der Geschichte bin. Ich bin einfach nur eine Beobachterin und natürlich kann mich das, was da auf der Leinwand passiert, irgendwie betreffen, aber ich bin ja nicht schuld daran, dass das passiert. Bei einem Videospiel bin ich schuld daran und es kann im Guten wie im Schlechten sein. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffe, die am Ende irgendwie dazu führt, dass alle glücklich und zufrieden sind, dann macht mir das ein gutes Gefühl. Dann bin ich stolz auf das, was ich getan habe, auf all die Mühen, die ich da reingesteckt habe. Und dann freue ich mich darüber richtig. Und andererseits kann es auch sein, wenn eine Entscheidung von mir dazu geführt hat, dass schreckliche Dinge passieren, dass mich das wirklich mitnimmt. Und diese Reaktionen von anderen Spielfiguren oder der Geschichte auf das, was ich als Spielerin entscheide oder sage, fühlt sich authentisch an. Und das führt eben auch tatsächlich dazu, dass ich eine richtige Art von Bindung aufbaue zu den Figuren, die ja auch auf das reagieren, wie ich mich entscheide. Und aus dem Grund ist es für mich immer sehr, sehr schwer zu verstehen, wenn ich so Kommentare bekomme von Menschen, die ja sehr gerne offensichtlich sich mit Geschichten beschäftigen, also lesen oder Filme schauen, also wirklich Geschichten lieben, dass die mit Videospielen so gar nichts anfangen können. Das ist für mich unbegreiflich, weil das ist für mich die Königsklasse der Geschichte, weil ich Teil der Geschichte bin, weil das, was ich tue, die Geschichte formt und weil ich nicht nur Beobachterin bin, sondern dieses immersive Erlebnis habe, dass das, was da passiert, auch mich betrifft und dass die Reaktion der Figuren, mit denen ich interagiere, wirklich auf dem basiert, was ich tue und sage und wie ich mich entscheide. Und es kann sein, dass ich Entscheidungen treffe und dann mag mich die Person nicht mehr und zeigt mir das auch in der Art, wie sie auf mich reagiert. Und hätte ich mich anders entschieden, würde sie ganz anders auf mich reagieren. Das ist für mich so nah am Erleben einer realen Geschichte, also im echten Leben, wo Dinge Konsequenzen haben. Natürlich hat man immer die Möglichkeit, ein Videospiel neu zu laden und es anders zu machen. Das hat man im echten Leben natürlich nicht, aber abgesehen davon
ist das ein Gefühl, das dem wirklich nahe kommt, wo ich echte Emotionen erlebe. Und natürlich tue ich das beim Lesen von Büchern und beim Schauen von Filmen zum Teil auch, aber nie so nah an mir dran, sondern immer mit dieser Distanz des Beobachters. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht nur Spiele aushebeln können. Dieses Gefühl von Unmittelbarkeit und der Illusion, ein Teil dessen zu sein, was da gerade passiert. Und das ist für mich unerreichbar. Und deswegen wundert mich das immer wieder, wenn ich höre, dass Menschen, Leser mit Videospielen nichts anfangen können. Ich kann mir das eigentlich immer nur dadurch erklären, dass man vielleicht eine andere Vorstellung davon hat, was Videospiele sind, oder vielleicht auch bisher nur Spiele gespielt hat, die das nicht konnten oder vielleicht auch ein ganz anderes Genre haben oder so, aber alles andere ist für mich unvorstellbar. Also ich hatte auch zwischendurch, also zwischen meinem ersten und zweiten Durchgang von Baldur's Gate 3, habe ich auch Detroit Become Human gespielt. Und das war auch so ein Beispiel. Ich habe, also diese Emotion, die ich bei diesem Spiel hatte, ich hatte wirklich ein, das war so anstrengend, ich war wirklich danach fix und fertig und habe wirklich gedacht, boah, das war mit eins der heftigsten Erlebnisse, die ich überhaupt in den letzten 5 Jahren hatte. Und damit ist wirklich das reale Leben eingeschlossen. Also das sind wirklich, da habe ich Dinge gefühlt, die habe ich in meinem realen Leben lange nicht mehr gefühlt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin auch froh, dass ich diese Dinge nicht fühle, weil da war richtig Verlust dabei. Da war ganz, ganz schlimme Schuld dabei, die ich auch wirklich gerne in meinem realen Leben niemals fühlen möchte. Aber das war ein so echtes Gefühl in dem Moment auf Basis dessen, was da auf dem Bildschirm passiert ist. Das hat mich ganz schön mitgenommen. Und das ist halt auch so ein Spiel, bei dem man eigentlich nie nur gute Entscheidungen treffen kann. Das ist so ein Spiel, bei dem man sich manchmal nur zwischen drei wirklich sehr, sehr schlimmen Dingen entscheiden kann und man versucht, das geringste Übel irgendwie auszuwählen, und ja, 3 Stunden später erzeugt das aber eine Situation, die man nicht vorhersehen konnte. Das sind einfach Auswirkungen, die dem basieren, was man vorher getan hat, und man hat keine Chance, das rückgängig zu machen, und man muss dann damit leben, mit dem, was da passiert, dass da Personen ums Leben kommen oder irgendwas anderes ganz schlimm schief läuft. Und das kann ich, also gerade das wäre vielleicht so ein Spiel für Videospieleinsteiger, die gar keine Erfahrung damit haben, aber vielleicht auch genau mal das erleben möchten, was ich meine, dann spielt vielleicht mal Detroit Become Human, weil das ist jetzt kein kompliziertes Spiel in Bezug darauf, wie man das spielt. Man muss viele Entscheidungen treffen in dem Spiel, das ist auch eine interessante Story, stellt sehr viele ethische und moralische Fragen. Kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein Spiel wäre, was man im Ethikunterricht spielen könnte. Es geht da um künstliche Intelligenz, um Androiden und die Frage, sind sie Menschen oder sind sie keine Menschen? Spielt in so einer, ja, ich würde jetzt nicht sagen dystopischen Zukunft, aber eben auf jeden Fall in einer Zukunft, wo Androiden eben Teil des alltäglichen Lebens sind, aber eben mit Diskriminierung zu kämpfen haben. Und man spielt eben selbst diese Androiden und trifft verschiedene Entscheidungen und wird halt ständig mit dem konfrontiert, wie die Menschen mit ihnen umgehen, also wie sie dann auch auf den Spieler reagieren letztendlich. Da sind heftige Szenen dabei, Freunde, da sind richtig heftige Szenen dabei. Also wer auch immer das mal ausprobieren möchte, sollte es vielleicht damit mal probieren, kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht habt ihr danach so ein bisschen eine Ahnung, was ich meine, wenn ich so von Videospielen schwärme. Aber natürlich ist auch euer vollkommen legitimes Recht zu sagen, ne, das ist überhaupt nicht mein Medium. Kann ich auch verstehen. Es gibt ja auch viele Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann. Aber wie gesagt, bei Videospielen kann ich es immer oft nicht so ganz verstehen. Insbesondere dann, wenn Menschen mir eigentlich erzählen, dass sie unheimlich gerne Geschichten lesen oder schauen. Deswegen, für mich ist das da zumindest schwer nachzuvollziehen. Aber gut, so viel dazu. Jetzt habe ich irgendwie hoffentlich auf alle Fragen geantwortet, zumindest auf alle, die mich unter dem Post erreicht haben. Vielleicht habt ihr auch noch viel mehr Fragen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren alle Fragen stellen, die ihr so habt, und ich beantworte die dann. Das heißt, falls euch jetzt noch irgendwas interessiert, schaut doch vielleicht mal in den Kommentaren, ob das schon gefragt wurde und ob ich es dann auch schon beantwortet habe. Und damit ist das jetzt so ein bisschen mein Comeback, hoffentlich. Also ich kann natürlich noch nicht garantieren, dass das jetzt wieder der Start einer neuen Routine ist und ich wieder regelmäßig hochlade. Aber es war jetzt zumindest für mich mal wieder eine Möglichkeit, das auszuprobieren, mal wieder ein Video zu drehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob mir das wieder Spaß macht. Und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also mir hat es jetzt Spaß gemacht, hier zu sitzen. Ich freue mich jetzt auch aufs Schneiden. Auch das habe ich ja schon sehr lange jetzt nicht mehr gemacht. Hoffe, dass da alles gut geht, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich hier abgedreht habe. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe viel zu viel geredet und komme gar nicht so richtig auf den Punkt. Ich hoffe, dass ich das beim Schneiden nicht auch so empfinde oder dass ich es dann eventuell zumindest noch retten kann für euch. Und damit hoffe ich jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!